Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das Spiel nochmal heißt. Ich wollte gerade Rise of sagen. Und ich glaube, ich muss die Kamera mal ein bisschen höher machen. So vielleicht. Okay. Und ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin von Game Pass als Hobby und auf tödliche Obsession spielen wir hier, also auf sehr schwer. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, wir hatten im letzten Teil, hatten wir schon unsere Fähigkeiten verteilt. Hier haben wir jetzt noch eine Fähigkeit frei. Aber damit können wir nichts anstellen. Da wollte ich sparen. So, und wir haben uns einheimisch angezogen. Das ist doch nett. Unser Messer haben wir, glaube ich, geschärft gehabt. Also könnten wir das hier eigentlich jetzt runterschneiden. Fuck you. Irgendwas hält die Vorräte noch. Die Affen. Da oben müssen wir noch hin. So, hier können wir hoch. Oh, hier haben wir sogar noch eine Bergungskiste und Federn. So, fuck you. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Wir haben unsere Ausrüstung wieder. Die schnappen wir uns erstmal. So, geht nur das hier. Oh yeah. Das ist aber ein sehr schöner Bogen. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Okay. Harte Landung, Miguel finden. Migül. Als auf Deutsch vorgelesen wird es Migül heißen. So, wir suchen den armen Burschen jetzt noch nicht. Wir schauen uns jetzt erst noch einmal ein bisschen um. Wir wissen ja, ich habe keinen Überlebensinstinkt. Ich muss hier so rumgucken, ob ich irgendetwas finde, was man aufsammeln kann. Das kann dann für euch in dieser Hinsicht natürlich langweilig werden. So, das ist schon länger tot. Gibt sogar direkt Öl. Benutzen Sie Haut, um im Basislager Outfits herzustellen und für die Waffen Upgrades. Okay, bisschen Haut sammeln. Die haben sie nicht mehr Leder genannt, sondern Haut. Ich meine, Leder ist Haut, aber Haut klingt natürlich ein bisschen ekelhafter als Leder. Erst recht als Vegetarier, angehender Veganer. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Ich glaube, gerade das Jagen, das gibt uns jetzt mehr Erfahrungspunkte oder mehr Ressourcen. So, wir hüpfen mal hier rüber. Nein? Okay. Giftbeere, Blumen, die in der Baumkrone des Dschungels gefunden wird. Verbessert die Wahrnehmung. Okay. Ich dachte, das sind Giftbeeren. Blumenpflückerin, 5 Pflanzen aus dem Baumkronen sammeln. Machen wir doch. Und hier haben wir noch was. Gesträubtes Gefieder, 4 Stirnvogelnester zerstören. So, 3 Leder und 2 Öl. Wieso haben die Dinger Öl? So, haben wir hier sonst noch irgendetwas? Na? Geht doch. Eine kleine Box.
Noch ein bisschen Holz. Wie viel kann ich denn herstellen? Lassen wir das mal dabei. So, okay, hier hinten waren wir gerade. Beschäftigt mit Suchen und Gucken. Der haut schon wieder ab. Brauchen natürlich auch ein paar Sachen, um unsere Sachen zu verstärken, ist ja klar. So, hier haben wir alles. Komm her. Tut mir leid. So, wieder drei Leben. Oh, hier haben wir noch direkt Bären. Hey! Eine Herausforderungsgrab. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Der ist hier. Sieht nämlich direkt einladend aus. Okay, da wollen wir mal. Schauen wir uns das hier mal genauer an. Falls wir uns das schon genauer angucken können, ich weiß es nicht. Nee, fehlende Ausrüstung. Nee, können wir leider noch nicht hin. Da muss ich hier wohl noch einmal zurückkehren irgendwann. So, hier hinten geht es noch hoch. Oh, das ist schwierig, wenn man nicht beim sehen kann, was dann aufleuchtet mit Instinkt. Ungewohnt bei Tomb Raider. Eine Krypta entdeckt. Okay, hier gehen wir doch gern rein. Hier kriegen wir doch bestimmt irgendetwas. Spanier! Nach so vielen Jahrzehnten immer noch Spanier hier. Machtkampf, ein Bericht über interne Machtkämpfe unter den Spaniern. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen. Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falkonette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinander trafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis Tagebuch. Das muss natürlich schon heftig gewesen sein, wenn da so zwei Kavalleriegruppen da aufeinandertreffen, ey. Nicht nur zu Fußsoldaten, das kennt man ja auch so Filmen, weißt du, aber mit der Kavallerie sogar, wow. Die armen Pferde. Ja, und das ist ja lustig. Wo hat er den Esel her, mit dem er auf dem Schlachtfeld gegangen wäre? Das ist ja eigenartig. Eieiei. Die Spanier. So weit weg von daheim und dann denken, okay, selbst Macht aufbauen. Na, immerhin haben wir noch unsere Seilpfeile. So, dann schauen wir uns hier drin mal um. Cool, die Taschenlampe reagiert sogar auch auf meinen Bogen. Mein Bogen macht in dem Sinn dann Schatten. Das hat man auch selten in so Spielen. In den vorherigen Teilen war das ja ganz lustig. Da war die Taschenlampe, oder unser Knicklicht hinten am Arsch, sage ich jetzt mal. Und hat so gesehen um uns herum geleuchtet und trotzdem auch vor uns keinen Schatten geworfen oder sowas.
Jetzt haben sie echt hier auf das... ein bisschen mehr auf Realität geachtet. Oh, die hängen schon eine ganze Weile. Vorsichtig. Vorsichtig. Ups. Voll über die Brust gestreichelt. Muss doch stinken. Ich muss mich doch mal ein bisschen umgucken hier. Natürlich auch nicht allzu schnell, damit es euch nicht schlecht wird. Kann man da hoch? Nee, ne? Nee. Pilze. Okay, Nahkampf können wir noch gar keinen machen. Spinnenweben, die man nicht so ganz sehen kann. Ja, cool. Matsch. So, kann man am besten rumgucken, weil wegen der Taschenlampe, man sieht, so kann man nicht so viel sehen irgendwie und nicht so richtig gucken, ich weiß auch nicht. Wohin das wohl führt? Auf jeden Fall runter. Fuck you. Da haben wir eine Statue. Oh, da haben wir eine Rolle. Jacks Tagebuch 2. Ein Side-Aus-Check, Facebook Expeditionstagebuch. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Okay. Er war wohl immer sehr interessiert, was man hoffentlich gleich findet oder sowas. Also er war voller Erwartung, Tatendrang. Aber dennoch kam er immer wieder zurück. Um natürlich für die anderen beiden da zu sein. Oh, Mülleimer. Zumindest ein antiker Mülleimer. Oh. Da haben wir so gesehen etwas zum Lesen. Urku, der Speer, das ist eine Gedenkstätte. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Okay. Quetscho-Monolithen. Sammeln Sie mehr Artefakte, um mittlere Quetscho-Monolithen zu entziffern. Was auch immer Quetscho sind. Alte Dialekte. Sammeln und studieren Sie alte Dokumente, Wandgemälde und Relikte, um Ihr Wissen über... indigene Kulturen der alten Dialekte zu erhöhen. Bessere Verständnis alter Dialekte ermöglicht die Übersetzung höherstufiger Monolithen. Ich finde es immer noch so interessant. Mit null Ahnung kann man sich hier einfach das hier mal angucken und schon kann man alles Mögliche lernen an Sprachen. Das würde ich auch gerne können. So, ich glaube, da geht's zurück. Genau, da geht's weiter abwärts. Sehr beruhigend. Okay. Ich hab's noch nicht mal berührt. Aber wie es aussieht, müssen wir da runter. Kamikaze! Okay. Oh, da haben wir denn hier? Da haben wir schon einen Sarg. Sarkophag, Entschuldigung, kein Sarg. Karte aktualisiert, neuen Ort entdeckt. Was haben wir denn hier drin?
Überreste Abend, Sternstiefel. Neue Ausrüstung erhalten. Stiefel mit Federn. Okay, Outfit-Herstellung. Einige Outfits gewähren Gameplay-Vorteile, wenn sie getragen werden. Wechseln Sie das Outfit im Basislager, indem Sie auf das Inventar zugreifen. Und einen Fähigkeitspunkt haben wir schon wieder mehr. Okay. Da oben haben wir so eine Rolle. Hier unten haben wir sonst erstmal nichts, wie es aussieht. Oh, ich habe jetzt echt die Angst, dass ich ständig irgendetwas übersehe oder so. Und ich möchte da nichts übersehen. Ich doch nicht. Fehlende Ausrüstung. Eine Goldader. Das muss der Weg nach oben sein. Schlau Fuchs, das sieht so aus. Haben wir auch nichts vergessen hier? Hier liegt nichts, ne? Nö. Okay. Ab nach oben. Zum Glück habe ich schon eine kurze Hose drunter an. Immerhin, hier stimmt... Na gut, die Physik stimmt nicht so nicht so ganz. Irgendwie... Der Rock geht zwar irgendwie nach unten, aber dann schwebt er zur Seite. Also... Keine Ahnung. Wie sie das eingestellt hat. A Magic Rock. Das sind die altertümlichen Schnitte, weißt du? Schnittmuster. Da fliegen Röcke nicht runter. Oder hoch, wie man es auch nehmen mag. So, wir gehen natürlich erstmal hier durch. Das hier sieht ganz nah an der Falle aus. Das sieht man jetzt schon. Kann man, ist er rot zum Abschießen? Scheiße! Okay, solche Fallen kennen wir schon zu gut aus den anderen Tomb Raider Spielen. Okay, das sieht weit aus, aber ich denke mal, wir schaffen das. Okay, genau so ein Loch, in dem man verkommen soll. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich... Achso, ich habe ja eh keine Kletteraxt. Also da hätte ich gar nicht machen können mit der Kletteraxt. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt eigentlich eine Kletteraxt noch reinhauen. Aber ich habe ja gar keine. Ich muss mich hier echt genau umgucken. Da ist der Schalter nach draußen, wie es aussieht. Oh. Ein Durchschlupf. Ein Mülleimer. Oh, hier hinten haben wir Gold. Haben die Spanier wohl liegen lassen. Hier ist noch mehr Gold. Oh, eine Karte. Sehr gut. Damit sehen wir schon mal ein bisschen mehr zum Einsammeln. Oh. Okay. Oh, das sieht nach einem weiten Weg hier aus. Oha, das geht bis hier unten hin. Und ob das hier alles ist, weiß ich nicht. Okay. Aber hier drin scheinen wir alles zu haben. Sieht so aus, oder? Okay. Hau ruck. So, wir sind wieder zurück. Nur von der anderen Seite diesmal. Und wieder hier durch.
Oh ja, krabbst doch mal in den Arsch. Von den... Von der toten Leiche. So, hinfort. Sehr schön. So, schauen wir mal auf die Karte. Ich glaube, hier haben wir soweit nichts. Wir sehen aber generell keine Überlebensversteckte. Versteckte. Das heißt, uns fehlt generell noch... Ja. Die Tasche. Okay, sehr schön. Aber wir haben immerhin einen Krypta jetzt schon mal untersucht. So, dich nehmen wir noch mit. Dreimal Haut. Und zweimal Öl. Der braucht schon Paradiesvögel. Drei Federn. So. Oh, hier liegt auch noch ein Kadaver. Zweimal Haut und zweimal Öl. Und hier hinten waren wir ja schon. Nun gut. Eine Hase bringt uns nicht viel, nehme ich mal an. So, da waren wir auch schon. So, hier unten waren wir, glaube ich, auch schon, aber hier gab es doch noch etwas zu machen. Einmal das hier. Und gab es hier nicht noch was? Kein Überlebensversteck? Okay. Ich hatte gedacht, hier gäbe es noch ein Überlebensversteck. Aber scheinbar nicht. Ab wann wachsen die Bäume wieder nach und so, dass man wieder neu Holz holen könnte und so? Ich denke mal nach jedem Neustart oder sowas. Da komme ich nicht hoch, nein. Da brauche ich mal eine Kletteraxt. So, hier hinten waren wir eigentlich schon. Huch, Entschuldigung. So, hier auf diesen Baum können wir drauf. Genau, hier haben wir noch eine Herausforderung. Wir sollen noch ein paar Blömsche einpflücken. 2 von 5 haben wir. Nur haben wir 3 von 5. Hier haben wir noch ein paar Federn. Somit hätten wir 4 von 5. Oh. Auf die Dinge habe ich jetzt schon gar nicht mehr geachtet irgendwie. Müssen wir noch ein bisschen in die Luft gucken. Hubala. Ständig komme ich auf den Zielknopf. Okay, das war's aber hier anscheinend. Hui. Ah, da haben wir die letzten Blümchen.
Hä? Bitte? Say what? Geht doch. So, das haben wir fertig. Herausforderung abgeschlossen, Blumenpflückerin. Gibt es noch irgendwo so ein Nest? Ich sehe zumindest keines gerade. So, hatten wir uns hier richtig umgeguckt? Waren wir hier hinten schon? Nee, ne? Ach so, hier sind wir jetzt. Ein kleiner Durchgang, so gesehen nur. Was ist eigentlich, wenn wir den... Können wir nicht. Nee, hier gibt es nicht so ein Nest. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hier hin. Wir haben ja jetzt noch ein... Oh, habe ich den noch nicht? Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hier hin. Schauen wir mal, was wir machen können. Inventar zum Beispiel, was können wir denn machen? Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Wählen Sie im Inventar eine Waffe und klicken Sie auf das Upgrade-Ikon, um zum Upgrade-Menü zu gelangen. Wählen Sie ein Upgrade aus und klicken Sie zum Bestätigen. Das Upgrade wird automatisch in der Waffe angebracht. Ah ja. Ich habe 3 Bögen. Ein Recurve-Bogen. Pukka-Hux-Bogen. Bogen des berühmten Kräuterkundlers Pukka-Hux, der Sage nach zwischen den Welten wandern konnte. Oh, cool. Cool, der ist stärker. Dann nehmen wir doch das. Hier gibt es aber keine Verbesserung, wie es aussieht. Die gibt es nur hier. 2 Upgrades verfügbar. Dann sparen wir uns die Sachen nochmal für andere Upgrades, nämlich hierfür. Okay. Was haben wir denn noch? Outfits. Beine, Abendsternstiefel. Die könnten wir herstellen, wenn wir noch genügend Stoff hätten. Haben wir aber nicht. Okay, alles klar. Dann lassen wir das da auch gut sein. Ausrüstung, da können wir, glaube ich, nichts machen. Da steht einfach nur erhalten. Gut, das heißt, wir können nichts machen. Außer vielleicht Fertigkeiten. Da haben wir jetzt 2 Fähigkeitspunkte. Da können wir doch bestimmt irgendwas machen. So, wie zum Beispiel das hier. Überreste-Outfits benötigen weniger Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Oder das hier. Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Schrapnellexplosion aus. Das klingt auch cool. Zorn der Schlange. Erledigen Sie nach lautlosen Ausschau. Also. Oha. Lauter so coole hinterhältige Sachen. Ich glaube, das wäre echt am besten hier für diesen Schwierigkeitsgrad. Ah, Ausweich und Konter. Sowas bräuchte ich. So gesehen zur Not. So ein Ausweichkonter, das wäre natürlich klasse. Ich glaube, das haben wir nur hier unten, oder? Nester Wiebe, erhöhen die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt.
Okay, dann nehmen wir erstmal das hier. Bis jetzt sehen wir ja noch keine Feinde. Okay, wir sind über 20 Minuten auf jeden Fall. Ich glaube schon bei 25 oder sowas. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, auf sehr schwer. Mit von mir, Gameplays als Hobby. Tödliche Obsession, so rum. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel ist nicht passiert, aber hey, wir haben eine Krypta durchsucht und haben irgendwelche Stiefel gefunden, die wir wieder reparieren müssen. Ist schon eigenartig. Die Stiefel müssten eigentlich mindestens ein Jahrhundert schon da drin liegen, dass wir die noch wieder aufwerten können, selber anziehen können, wo ein Tod da drin gesteckt hatte. Geschmackssache, würde ich sagen. Aber gut, okay. Ja, wir sehen im nächsten Teil, wie es weitergeht. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Teil. Hey, könnt auch gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Auf Wiedersehen. Tschüss.